Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zum nächsten Vlog. Heute soll es mal nicht um Kanalspezifisches gehen, sondern ich möchte über jemanden sprechen, der heute am 13. Juli von uns gegangen ist. Ihr wisst es bestimmt schon, habt es bestimmt schon auf Twitter mitbekommen oder liest es gerade im Titel. Es geht um Satoru Iwata, der gute alte Präsident von Nintendo, ist heute von uns gegangen. Und ich als jemand, der schon seit Kindheitstagen, seit er denken kann, Nintendo spielt, Nintendo 64 gezockt hat, Game Boy Color gezockt hat, Nintendo DS gezockt hat, Game Boy Advance gezockt hat und so weiter und so fort. Ich fühle mich einfach dazu berufen, heute in diesem Video, das auch nicht lange gehen soll, Satoru Iwata zu verabschieden, denn Satoru Iwata ist keine irrelevante Person. Er war bis heute, ja, Präsident von Nintendo. Und wie wir wissen, ist er letztes Jahr an Krebs erkrankt. Er hatte Gallenkrebs. Man dachte echt, er hatte die Krankheit überwunden, aber am Ende hat der Krebs doch gesiegt, wie so häufig. Ja, es gibt momentan einfach keine Möglichkeiten, nicht viele Möglichkeiten, um den Krebs zu besiegen. Und nichtsdestotrotz möchte ich heute Satoru Iwata verabschieden. Nur ein paar Worte, bevor ich hier das Video beende und ihn verabschiede. Ich finde es allgemein gut, was Nintendo auf der E3 gezeigt hat. Ja, also es ist ja allgemein bekannt gewesen, dass es Iwata nicht gut geht. Er hatte ja Krebs und trotzdem hat Nintendo mit der Muppet Show quasi noch mal ein bisschen gute Laune da reinbringen können. Der gute Iwata war nämlich schon seit 2 Jahren nicht mehr auf der E3 anwesend, 2014 und 2015, und das hat natürlich gezeigt, wie schwer es um die Krankheit anscheinend bestellt ist, beziehungsweise wie intensivst Iwata am Heilungsfortschritt seines Gallenkrebses beschäftigt war. Und ja, Nintendo wollte sich auf der diesjährigen E3 nicht die schlechte Laune nehmen und hat trotzdem eine Muppet Show gemacht, in der Iwata vorkam, was ziemlich cool war, weil somit hat man einfach gute Laune gezeigt, und das hat auch gezeigt, dass Iwata eigentlich auf dem Weg der Besserung war. Weil, warum sollte Nintendo neben Reggie, Miyamoto noch Iwata als Muppet Show Mitglied einfügen, wenn man noch genau wüsste, er hätte Krebs? Also, das hat mal wieder gezeigt, Iwata müsste es eigentlich gut gehen und Iwata müsste eigentlich auf dem Weg der Besserung sein. Naja, ich will jetzt auch nicht spekulieren oder sonst was, aber der Tod kam eben sehr plötzlich. Meine letzten Worte an Iwata sind einfach nur, dass er Nintendo in guten sowie in schlechten Zeiten beigestanden hat. Man erinnert sich da zurück an die Riesenerfolge mit der Wii und der jetzigen Krise mit der Wii U. Viel bleibt mir jetzt aber nicht mehr zu sagen. Meine abschließenden Worte sind einfach nur: Satoru Iwata, rest in peace, auf dass es dir da oben besser gehen wird und dein Nachfolger mindestens genauso gute Arbeit leistet wie du. Also Leute, ich bin raus. Haut rein, ciao. Am Ende hat der Krebs doch gesiegt, wie so häufig. Ja, es gibt momentan einfach keine Möglichkeiten, nicht viele Möglichkeiten, um den Krebs zu besiegen. Und nichtsdestotrotz möchte ich heute Satoru Iwata verabschieden. Nur ein paar Worte, bevor ich hier das Video beende und ihn verabschiede. Ich finde es allgemein gut, was Nintendo auf der E3 gezeigt hat. Ja, also es ist ja allgemein bekannt gewesen, dass es Iwata nicht gut geht. Er hatte ja Krebs und trotzdem hat Nintendo einfach gute Laune gezeigt, und das hat auch gezeigt, dass Iwata eigentlich auf dem Weg der Besserung war. Weil, warum sollte Nintendo neben Reggie, Miyamoto noch Iwata als Muppet Show Mitglied einfügen, wenn man noch genau wüsste, er hätte Krebs? Also, das hat mal wieder gezeigt, Iwata müsste es eigentlich gut gehen und Iwata müsste eigentlich auf dem Weg der Besserung sein. Naja, ich will jetzt auch nicht spekulieren oder sonst was, aber der Tod kam eben sehr plötzlich. Meine letzten Worte an Iwata sind einfach nur, dass er Nintendo in guten sowie in schlechten Zeiten beigestanden hat. Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zum nächsten Vlog. Heute soll es mal nicht um Kanalspezifisches gehen, sondern ich möchte über jemanden sprechen, der heute am 13. Juli von uns gegangen ist. Ihr wisst es bestimmt schon, habt es bestimmt schon auf Twitter mitbekommen oder liest es gerade im Titel. Es geht um Satoru Iwata, der gute alte Präsident von Nintendo, ist heute von uns gegangen. Und ich als jemand, der schon seit Kindheitstagen, seit er denken kann, Nintendo spielt, Nintendo 64 gezockt hat, Game Boy Color mit der Muppet Show quasi noch mal ein bisschen gute Laune da reinbringen können. Der gute Iwata war nämlich schon seit 2 Jahren nicht mehr auf der E3 anwesend, 2014 und 2015, und das hat natürlich gezeigt, wie schwer es um die Krankheit anscheinend bestellt ist, beziehungsweise wie intensivst Iwata am Heilungsfortschritt seines Gallenkrebses beschäftigt war. Und ja,
Nintendo wollte sich auf der diesjährigen E3 nicht die schlechte Laune nehmen und hat trotzdem eine Muppet-Show gemacht, in der Iwata vorkam, was ziemlich cool war, weil somit hat man Color gezockt hat, Nintendo DS gezockt hat, Game Boy Advance gezockt hat und so weiter und so fort. Ich fühle mich einfach dazu berufen, heute in diesem Video, das auch nicht lange gehen soll, Satoru Iwata zu verabschieden, denn Satoru Iwata ist keine irrelevante Person. Er war bis heute, ja, Präsident von Nintendo. Und wie wir wissen, ist er letztes Jahr an Krebs erkrankt. Er hatte Gallenkrebs. Man dachte echt, er hatte die Krankheit überwunden, aber